Guten Morgen, ich bin wieder unterwegs, heute wieder bei schönstem Wetter. Ich bin schon ein paar Kilometer Richtung Visp gefahren. Von dort aus werde ich heute zu den Dörfern hochfahren, die ich letztes Mal von oben nur gesehen habe. Es war da oben, da sieht man so ein paar Häuser und auch die Straße, die hochführt. Und es gibt da auch so eine Almstraße, die man folgen kann, aber ich weiß nicht, ob die jetzt schon offen ist. Mal schauen. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Gleich bin ich in Visp, dann geht es gleich nach oben. Im Moment habe ich hier noch sehr starken Rückenwind. Und hinter mir in Brick, da sieht es irgendwie grauer aus als hier. Aber ich habe es richtig gemacht heute. Der Wind drückt dann ganz schön hier längs. Aber mal sehen, was er noch bringt. Halt bergauf tut er ja auch gut. Da kühlt er ja schön. Nun habe ich gerade die Rhone überquert und fahre jetzt rein nach Visp. Da muss es bald abgehen, hoch zu den Dörfern nach Bürchen und Unterberg. Ja, der Wind ist schon ganz schön heftig. Ich würde sagen, schon fast sagen, dass es ein Föhnsturm ist. Man sieht es auch so schön da oben. Da oben hängen die Wolken und hier lösen sich auf. Also bin ich an der richtigen Stelle. Ja, da kann man sie sehen. Da geht's gleich hoch. Hinauf und schon hat man wieder so einen super Blick ins Tal. Was man hier auch häufig sieht, sind jetzt abgestorbene Bäume. Das wohl noch Nachwirken vom letzten Sommer. Und im Moment ist auch wieder Waldbrandstufe 3. Ich fahre hier so mein Tempo und merke gar nicht, dass ich schon wieder auf 1100 Meter hoch bin. Aber was ein Panorama. Dafür lohnt sich das immer wieder. Immer wieder.
hier ein tolles Panorama, aber dieser Wind, der macht das einen ganz schön kühl. Aber ist echt toll hier. Jetzt kann man hier auch um die Ecke gucken. Band gefunden, eigentlich direkt am Restaurant, aber da ist ja wieder Preise, uiuiui. Da esse ich mal mitgebrachtes. Das Stück durch die Ortschaft ist mit das steilste bis jetzt. Und es ist hier echt ausgestorben. Ich glaube, im Winter sieht das hier ganz anders aus. Nun bin ich durch den Ort durch. Jetzt geht's weiter zur Moosalm. Man ist schon ganz schön hoch wieder. 1650 ist das schon hier hoch. 1056. Und es geht ungefähr auf 2030 noch hoch. Aber langsam und ruhig, dann kommt man an. Das Panorama, unbeschreiblich wieder. Klasse, die Schranke ist auf. Super. Freut mich. Immer weiter geht's. Jetzt bei 1800 Meter. Der Wind pfeift immer noch. Da oben könnte es gleich ganz schön kalt werden. Mal sehen. Sehr schöne Auffahrt hier. Mal geschützt im Wald, dann mal wieder frei mit Panorama. Echt klasse. Oh, jetzt bin ich auf 2000 Meter Höhe. Jetzt muss es doch bald kommen. Leider geschlossen. Ist aber noch nicht die Moosalm.
man kann schon sehen. Ah, oh, das ist heftig. Geschafft. Halb zwei, bin oben. Wahnsinn. Aber ich glaube, diesmal werde ich hier oben auch was essen. Da muss man sich doch jetzt mal endlich was gönnen. Bei dem Panorama. Oh. So lässt sich's aushalten. Das Essen tat jetzt gut, aber das kann man sich nicht oft leisten. Das waren jetzt 30 Franken, über 26 Euro mit Getränk und Trinkgeld. Aber egal, im Urlaub muss man sich denn doch mal was gönnen. Ich wollte eigentlich hier runterfahren, aber wie man sieht, ist gesperrt. Da muss ich erstmal gucken, wo ich denn runterfahre. Ich fahre erstmal den alten Weg wieder zurück. Hier bin ich wieder an diesem Abzweig, aber ich werde weiter die alte Strecke fahren, weil ich möchte noch weiterhin das Panorama hier genießen. Ich hatte mir schon überlegt, auch darüber zu fahren. Dann kann man da ganz hinten runter ins Tal. Aber da müsste man bestimmt 30, 35 Kilometer zurück. Voll gegen diesen Wind. Da habe ich irgendwie keine Lust zu. Man könnte auch den Zug nehmen, aber das, sowas mache ich ja eigentlich nicht. Für mich zählt immer nur die Kilometer. Deswegen werde ich, glaube ich, auch jetzt komplett die alte Strecke wieder runterfahren. Oh,
Bin wieder unten Eil angekommen. Ah, es war nicht so die beste Abfahrt. Der Straßenbelag war teilweise auch ganz schön deformiert. Ganz schön viele Löcher drin. Musste ich ordentlich aufpassen. Kühl war es natürlich oben auch, aber dafür hatte ich ja die Jacke an. Und dieser Wind, der hat einen auch ganz schön bewegt. Man musste doch sehr aufpassen. Aber ich hoffe, es hat gefallen, denn da oben war es ja doch sehr schön. Aber die letzten Kilometer jetzt nach Brig, die tue ich euch jetzt nicht an, die ich jetzt hier noch gegen den Wind kämpfen muss, so circa 11 Kilometer. Das braucht nicht sein. Also ich hoffe, es hat gefallen, denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin oder Grüezi.